Hallo zusammen, hier ist der Marc Curti, willkommen auf meinem Kanal. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr ein defektes Schleifensignal erkennen könnt und wo suchen und wie suchen. Ich hatte gestern ein Riesenproblem. Mein Husqvarna 350X hatte keine Verbindung mehr. Die Ladestation blinkt ständig blau und ja, irgendwo habe ich ein Schleifenproblem. Ich habe lange gesucht im Internet, wie das geht, und habe auch schon alles herausgezogen und bis zum Detail das Kabel abgesucht. Und heute habe ich eine einfachere Möglichkeit gemacht, und das möchte ich mit euch teilen. Ein Automover, die Klappe hochklappen. Ich habe hier die zwei Signale, das linke Schlaufenkabel und das rechte Schlaufenkabel, zusätzlich das Suchkabel, aber das ist ja nicht relevant, sondern die beiden Kabel hier. Irgendwo hier hat sie keine Verbindung mehr. Also wenn ich hier den Piepston vom Messgerät anschließe, habe ich zu hier keine Verbindung. Also, wie gehe ich vor? Ich nehme ein Messgerät, ganz normales Messgerät, schalte es auf Ton. Das heißt, so, wenn ich diese zwei zusammen habe, dann piepst mein Messgerät. Und jetzt habe ich hier ein Kabel angefertigt, ein bisschen schwierig mit einer Hand. Und dort habe ich jetzt die Rolle. Also dieses Ende hier habe ich verlängert, werde ich mal anschließen, hier am schwarzen Kabel. Und dieses Kabel werde ich hier verbinden, kurz so, und suche mal über die ganze Fläche hier das Kabel ab. Dort oben habe ich schon das Kabel rausgegraben und werde es mal von dort testen, ob mein Messgerät piepst. Okay, machen wir das mal. Die linke Schlaufe. Die rechte Schlaufe ist abgehängt, die linke Schlaufe anschließen, Messgerät auf Piepston und werde mal jetzt das Ganze prüfen. He? Gehen wir mal jetzt drüber. Das Kabel habe ich hier jetzt schon ein bisschen rausgezogen, um das Signal zu testen, also die rechte Seite. Ihr habt gesehen, ich habe hier die Reißnadel und das Kabel so befestigt, dass ich direkte Verbindung habe auf die andere Seite. Jetzt werde ich mal kurz anstechen. Nee, kein Signal. Ich höre nichts zurzeit. Nee, gar nichts. Also, linke Seite hat kein Signal. Das heißt, dass ich jetzt hier auf dieser Seite einen Unterbruch habe. Hm? Jetzt werde ich mal das linke Kabel prüfen. Das gleiche nochmals. Gehe wieder an die Kabelrolle und teste die linke Seite, die hier durchgeht und so zurückkommt zur Ladestation. Hm? So. Und wieder hier. Okay. Ich habe ein Signal, man hört es. Man hört es sehr gut vom Messgerät. Ja, nun. Das Signal von dieser Seite, von der linken Seite, ist funktioniert tadellos. Es geht hier ums Eck und kommt zurück. Bis hier zur Kabelrolle klappt es. Jetzt muss ich wirklich, ja, Meter für Meter oder all zwei Meter das ganze Gelände abpiepsen, bis ich zur Bruchstelle komme. Das mache ich mal. Und fange hier mal an, auf der anderen Seite. Probiere ich es mal aus. Hm?
Jetzt habe ich es wieder umgehängt hier auf dieser Seite und werde mal hier weitergehen mit der Kabelrolle und das Gelände mal absuchen. Ja, hier unten habe ich ein bisschen Kabel gefunden, ziemlich weit unten. Das Kabel ist alt, circa 5 Jahre alt. Ich werde es mal von hier testen. Von dort sind circa 6-7 Meter. Mal das Ganze absuchen. Ja. So. Ich höre jetzt ein deutliches Signal vom Messgerät dort oben. Also das heißt, das Ganze hier hinter mir kann ich ausschließen. Und das Problem liegt hier auf dieser Seite bis zum Hydrant. Irgendwo hier habe ich eine Bruchstelle. Jetzt gehe ich schrittweise nach oben und werde es weiter oben nochmals testen. Und so kann ich den Bruch eruieren. Ja, von dort an habe ich jetzt hier aufgebuddelt. Werde mal schauen, ob es geht. Oh, das ist ein bisschen schwierig. Nächster Versuch. Nein, der pfeift nicht, das Messgerät. Also, gehen wir mal schauen, ob es eingeschaltet ist und ob es in Standby-Modus gegangen ist. Auch noch eine Möglichkeit. Nee, das ist noch aktiv. Also, das heißt, irgendwo in diesem Abschnitt von 5-6 Meter habe ich den Unterbruch. Also, schauen wir weiter. Wo könnte es sein? Ja. Ein bisschen aufschneiden. Ich nehme die Rückseite vom Messer. So stehe ich am Kabel an und verschneide es sicherlich nicht. Ich könnte auch einen Schraubenzieher nehmen. Ich habe jetzt das Messer dabei, aber das geht wirklich gut. Ja, hier ist das Kabel. Man hört das sehr gut. So, ein bisschen zu öffnen. Ich sehe das Kabel schon. Ja, das Kabel, das Husqvarna-Kabel, ist ja verstärkt mit Teflon, also absolut kein Problem. Wenn ich mit der Rückseite so jetzt ein bisschen das Ganze ankratzt. Das ist sehr, sehr stabil. Das Kabel soll ja halten. Okay, es pfeift. Ich höre das Messgerät pfeifen. Sehr gut. Also wir haben hier jetzt einen Abschnitt von genau 2 Metern und der Unterbruch muss hier sein, in diesem Bereich. Okay, also hier oder hier irgendwo. Jetzt werden wir mal schauen. Ja, sieht man gar nichts. Hier habe ich ein Loch gemacht, dort ist es okay. Hier habe ich es jetzt wieder geöffnet. Hier unten ist das Kabel gut ersichtlich. Und dort habe ich auch ausprobiert. Und dann habe ich auch einen Unterbruch. Jetzt werde ich mal hier ja, so ein bisschen kurz einstechen. So. Nee, ich höre gar nichts. Nee, überhaupt nichts. Also, dieser Teil ist okay.
Ich habe mich eingegrenzt zwischen hier und hier 1 Meter. Irgendwo hier habe ich jetzt den Unterbruch. Nun, den Fehler habe ich relativ schnell jetzt gehabt. Aber hier, meine Frau hat ein bisschen etwas rausgenommen hier mit einer kleinen Schaufel und genau hier das Kabel durchgeschnitten. Ja, das kann ja passieren, wenn man etwas herausnimmt. Und jetzt werde ich diese 2 Enden hier zusammensetzen und dann wird das wieder klappen. Hier habe ich den Unterbruch. Jetzt werde ich mal hier ansetzen und ich höre das Messgerät piepsen. Perfekt. Also, das war die Bruchstelle. Und so könnt ihr vorgehen. Und ich habe jetzt ziemlich ein komplexer Garten und ist ganz, ganz, ja, stark verlegt, das Kabel. Es geht um diverse, ums Treibhaus und überall hin. Und so könnt ihr wirklich den Fehler eingrenzen und selber suchen. Ja, ich werde es zusammensetzen, machen noch ein Video, wie ich es zusammen mache. Da gibt es ja spezielle Klemmen. Ich hole mal eine und dann schauen wir. So, dann gibt es diese 2, ja, Klemmen. Die haben einen Schäl drin, die dichten gerade das Kabel ab. Und jetzt könnt ihr so ein Stück einsetzen, so hineinfahren, bis zum Anschlag, das ist wichtig. Hier sieht man es gut, das ist grün. Und dann könnt ihr hier das andere Ende hineinfahren, bis beide schön grün sind hier. Und dann mit der Zange alles zupressen. So. Kurz zeigen. So, ohne abisolieren, das geht. Ohne das Kabel abisolieren, das sind Schneidmesser drin, die sich wirklich in das Kabel einfressen. Jetzt werde ich mal dieses Ende kurz testen. Ja, der Piepston ist da, also das hat wunderbar geklappt, die Verbindung ist hier. Und jetzt werde ich das gleiche nochmals mit dem anderen Teil machen. Also wieder bis zum Anschlag. Hier auch. Bis zum Anschlag. So. Und dann die Zange nehmen und alles zusammenpressen. So, richtig kräftig mit dieser Zange zusammenpressen. So. Ja. Ja, das sieht ja wunderbar aus. Das sind jetzt die 2. Und jetzt werde ich hier mal kurz auf dieser Seite anstechen und schauen, ob diese Verbindung jetzt alles gewährleistet ist und mein Messgerät piepst. Mal schauen. Ja, mein Messgerät gibt an, es pfeift auf der anderen Seite. Also die Verbindung ist jetzt gewährleistet. Und jetzt, wenn ich mal zum Husqvarna gehe, auf die Ladestation, dann soll sie nicht mehr blau blinken. Muss sie nicht mehr blinken, und sondern, ja, sie blinkt noch blau, weil das den Kabel natürlich hier in der Station nicht eingesteckt sind. Ja, das ist klar. Das werde ich mal hier kurz einstecken. Ist ein bisschen schwierig, alles mit einer Hand am Sonntagmorgen. So. Ja. Anzeige ist grün. Also, das hat ja wunderbar geklappt. Die Reparatur, jetzt werde ich noch das Kabel ein bisschen einbuddeln und verstecken unter dem Gras. Und dann wäre die Störung schon behoben. Ja, also, noch kurze Wiederholung.
Also ihr braucht hier eine Rolle oder ein gutes Verlängerungskabel, irgendwas, das Strom weiterleitet. Ich habe hier am Ende wirklich diese zwei Klammern befestigt. Das ist ein bisschen einfacher. Die habe ich herangelötet und das ist mein Reparaturset. Dann braucht ihr ein Messgerät. Das ist gleich was für eins einfach wichtig ist. Da braucht ein Summton. Er muss pfeifen, dass ihr gut hört. Dann braucht ihr dann eine Reisnadel. Die ist sehr wichtig, weil ihr könnt das Kabel danach so befestigen mit dieser Klammer. Und hier, die ist so spitzig, die könnt ihr wirklich so fein in das Kabel einführen, um das Signal zu prüfen. Zusätzlich noch Zangen und die Verbinder, das wäre auch gut, wenn ihr schon etwa zwei Stück zu Hause habt. Ja, und so könnt ihr das Problem beheben. Es war dort, hinter dem, ja, beim Haag dort, war der Unterbruch. Und jetzt klappt alles wunderbar. Der Husqvarna kann wieder arbeiten. Ja, wenn dir das Video gefallen hat und dir geholfen hat, gib mir doch ein Like oder schreib einen Kommentar oder ein Subscribe. Ja, schreib dich ein auf meinen Kanal. Das wäre schön. Danke vielmals. Euer Markuti.